Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Witcher. Und wir sind ja immer noch in dem Gespräch mit Eskel vertieft und werden jetzt erstmal Eskel fragen, warum. Eigentlich hatten wir doch nur mal 2 Stunden im letzten, aber wir machen es trotzdem nochmal. Hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ihr das Labor nie gezeigt und die letzte Mutation wurde vor Jahren abgeschlossen, noch vor der Schlacht. Wesemir kann euch mehr darüber erzählen. Okay. Ich werde mit Wesemir reden. Nein! Ach, du Arschloch! Na! Oh. Wie kann ich helfen? Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt 3 Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert. Und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand. Was zu übermäßiger Aggressivität führt. Aha. Und das zweite Studium? Und das zweite Stadium? Die Prüfung der Gräser. Über sie kursieren mehr idiotische Märchen als über Prinzessinnen und Zwerge. Vor dem Überfall befanden sich in dem Labor Fiolen, Öfen, Formeln, Kräuter und die Gräser. Alles, was fehlte, war ein Magier mit seiner Zauberkraft. Wart ihr je Zeuge einer Prüfung? Nur eine, unserer eigenen. Ich dachte, ich würde verrückt, als euer Haar weiß wurde. Die Gräser beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. Das ist ja auch mal eine tolle, komische Zahl, ne? Nur 4 von 10. Normalerweise hört man immer nur 1 von 10 oder alle von 10 oder so. Aber 4 von 10, naja. Also ich finde den Schnitt gar nicht mal so schlecht. Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Ja, so ein Scheiß. Unfruchtbar. Ja, egal. Hat auch seine Vorteile. Können wir ohne schlechtes Gewissen, naja, ihr wisst schon, Liebe machen. Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt 3 Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem... Meistert jeder das erste... Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Springen wir mal durch, ne? So. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ach. Wie kann ich helfen? So, habt ihr... was? Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Ja. Ich war gerade auf der Jagd. Kurz bevor der Sturm aufzog... stieg ein Schwarm Nachtschwalben auf. Es waren Hunderte. Graue Schemen am Himmel, die wild kreischten. Für gewöhnlich versammeln sich nicht so viele und ihre Rufe klingen selten so panisch. Als der Sturm begann, brach ich die Jagd ab und kehrte nach Kaer Morhen zurück. Unterwegs bin ich auf die anderen gestoßen. Ah, ja. So, wir unterhalten jetzt haben wir aber später. Alle Gespräche durch hier mit dem... als nächstes kommt... Ach, der Wesemir, der ist auch schon hier. Reimt sich, das reimt sich. Der Wesemir, der ist auch schon hier. Und säuft natürlich, das war klar. Aha. Junge, halt... Na, egal. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein.
Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ja, ich habe beides ja, für euch ja, aufbewahrt. Ja, ja, ja. Geil! Hä? Wieso kann ich mich jetzt schon wieder ausruhen? Nee, erstmal reden wir. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium-Equum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Opa, ich hätte noch ein paar Fragen. Hallo? Ja? Und guck mich an, wenn ich mit dir rede. Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Hä? Irgendwie haben wir das nicht schon gehabt? Na egal. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Aha. So, darf ich euch was darf fragen? Darf ich euch etwas fragen? Haben wir da noch was offen? Jo, ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen verteidigt habt. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf den Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Brauche ich nicht, das weiß ich auch so, dafür muss man nur rausgucken. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. So, habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Okay, wir unterhalten uns später. Wir unterhalten uns später. So, Opa.
Ah, jetzt haben wir bessere Rüstung bekommen. Das ist schon mal schön. Dann müssen wir noch einen Händler demnächst finden, dass wir mal unser Inventar ein bisschen leeren. Was ist das? Tagebuch? Ach ja, Eintrag für Triss. So. Gelernt, wie man Ungeheuer häutet, wie sie mir sagt, mir, ich soll in den Innenhof gehen und eine Klaue in Kadaverfurchtbringer holen. Verfolgung beenden. Nein. Bereng das Geheimnis. Wie sie mir erwähnte, ein weiterer Bewohner von Kermorhan, außer meinen Begleitern aus Kermorhan, lebt noch ein anderer Hexer Berenger. Er hält sich von der Bruderschaft fern. Zur Zeit des Angriffs befand er sich nicht im Schloss. Was hat er zu der Zeit gemacht? Wer ist er? Sollte ich ihn jemals treffen, so werde ich ihn Fragen stellen. Ah ja, okay, alles klar. Lagerfeuer, hier müssen wir hin. Ausgang zum Innenhof. Okay. Nein. Ach, ich komme da. Das werde ich auch nicht mehr verstehen. Wir werden wahrscheinlich im Innenhof noch ein paar Feinde finden. Laufe ich jetzt richtig? Ja. So. Übrigens finde ich unser neues, unsere neue Kleidung. Neue Kleidung, sehr schön. Ja. Die steht mir, finde ich. Oh, sind hier noch Feinde? Überreste haben wir da noch, die holen wir uns gerade mal. Was ist das denn? Ungeheuer heute. Ach so, ach, das ist schon. Ach, scheiße. Um alchemistische Komponente zu extrahieren, Linksklick auf den furchtbringenden Kadaver. Lest Bücher, um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. Ach so. Ah. Das heißt, Glosser, Zutaten, Formeln, Ungeheuer, Bücher. Sind die dann hier im... Hier? Der Furchtbringer. Dieses Buch handelt vom Furchtbringer. Rechte Maus, das... Ah, okay. So, der Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnlich seltenes Ungeheuer, das Furchtbringer. Dieses Buch fügt über den Tagebuch ein Bestiariumseintrag hinzu. Oh Gott. Okay, schließen. Monstrum der wahrhaftigen Beschreibung der Hexe, ein Anti. Achso, das war das. Furchtbringer. Blick. Diese Notiz enthalten Formeln, Tranks. Ah, okay. Diese Notiz erhalten die Formel eines Trankes, der mit dem Auge eines Furchtbringers hergestellt wird. Dieser Trank gewährt ein Bronzetalent, wenn man ihn einnimmt. Ach, geil. Ach ja, wie geil. Also das ist ja dann doch schon ganz sinnig, wenn man sich das Ganze hier schön einmal durchliest, ne? So, dann gucken wir mal gerade ein bisschen weiter. Habe ich hier noch ein Buch oder eine Schriftrolle? Was ist das? Meilenstein. Was war das? Monstrum der Wahrheit. Hatten wir das schon? Achso, das war dieses Buch über, ah ja, Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Anonymous. Wahrlich nichts Abstoßenderes existiert, denn diese wieder natürlichen Ungeheuer, die man da Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberer und Hexerei. Ach ja, ja, ja. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das vorlese, dann gibt es einen Vote und dann müsst ihr das mal sagen. So, fertig. Neuer Eintrag leider. Okay, so, dann weiß ich nicht. Ich gucke jetzt mal, ob das jetzt klappt. Mit dem Aufschneiden. So, wir haben Furchtbringerklaue und Furchtbringers Auge. Mehr gibt's hier nicht, oder was? Doch, hier die Glocke. Darf ich nochmal einmal neu spielen? Bist du nicht willig, so brauche ich Magie. So, da ist noch ein Fass, das zerstören wir auch gerade mal. Tschüss, da hätten wir nämlich jetzt den Gerstenschmalz drin gelassen, oder was das immer war. Hier war jetzt nichts mehr, da war die Winde. Okay, dann gehen wir jetzt wieder rein. Zitadellen ein. Ich hoffe ja mal, dass die Lautstärke jetzt so besser ist. Und, ja.
Also, dann. Hallo. Ach, da, och, der Wesimir, du, da geistert der hier durchs Schloss rum, verstehst du? Geistert. Ach, Junge. Ach nee, der. Ach, jetzt ist der da an dem Kessel am Meditieren. So. Alles klar. So viel dazu. Wir werden jetzt in der nächsten Folge mit Wesimir sprechen und machen für heute Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen und Tschüsschen. Baba.